Kein Weihnachten ohne Weihnachtsmarkt. Der gehört für die Deutschen in der Adventszeit einfach dazu. Als einer der ältesten Weihnachtsmärkte gilt der Dresdner Striezelmarkt. Er wurde 1434 erstmals erwähnt. Ursprünglich wurde auf den Märkten vor allem Spielzeug und Kunsthandwerk verkauft. Heute trifft man sich hier auf Bratwurst und Glühwein. Der wohl berühmteste Weihnachtsmarkt ist der Nürnberger Christkindlesmarkt. Besonderes Highlight: die Eröffnung durch das Christkind. Eine Jury wählt jedes Jahr das Mädchen, das die begehrte Lockenperücke tragen darf. In keinem anderen Land gibt es so viele Weihnachtsmärkte wie in Deutschland. Doch der Brauch findet international immer mehr Nachahmer. Der Rote Platz in Moskau hat einen. Und im griechischen Athen steht gleich ein ganzes Weihnachtsdorf. Aber die meisten Weihnachtsmärkte außerhalb Deutschlands gibt es in Großbritannien, wie diesen hier in London.